Moin Freunde, willkommen zum nächsten Video. Diesmal möchte ich mit euch diese drei Soundmodule testen. Das sind alles drei Soundmodule von Reelly. Hier haben wir den Double Boost Sound Simulator Pro, den Motor Sound Simulator Truck Sound, den Motor Sound Simulator V8 Sound. Also ich bin gespannt. Vom Gefühl her tendiere ich zu dem. Diesen habe ich aber auch schon, muss ich dazu sagen. Aber die anderen zwei kenne ich nicht. Deshalb geht's jetzt mal los. So, wie soll es auch anders sein? Wir werden das Ganze anhand von dem Reelly hier testen. Wir fangen einfach mal an mit dem Motor Sound Simulator V8. Bin ich doch mal gespannt, was auch an Zubehör dabei ist. Das ist die Beschreibung. Dann haben wir hier einen Adapterstecker, das finde ich schon mal gut. Dann haben wir hier den Motor Sound. Was ich noch sehe ist, wir haben hier noch einen USB-Stick dabei. Dann lege ich mir jetzt hier mal schnell einen Adapter raus. Ziehe den mal raus. Stecken hier einen anderen Y-Kabel rein. Machen hier, zack, den Adapter dazwischen. Und stecken unser Soundmodul an die Spannungsversorgung und an den Y-Adapter. Wollen wir noch mal schauen, ob das auch ausgeht. Ja, dann starten wir das ganze Ding noch mal. Also der geht ziemlich laut und vom Klangbild her ist es eigentlich auch okay. Allerdings der Sound vom Sportwagen, den könnte ich mir entweder hier besser drinnen vorstellen. Das wäre eigentlich mal eine richtig coole Idee. Oder hier im Traxxas. Gut, dann bauen wir das doch gerade mal wieder schnell ab. Die Adapter, die lasse ich mir einfach mal hier drinnen und schaue, ob die bei dem anderen auch dabei sind. Gut, also das Soundmodul mit diesem V8 Sound würde ich tatsächlich eher in einem Tourenwagen reinmachen oder in einem Onroad-Wagen. Und jetzt nehmen wir uns mal den Truck Sound vor. Da erwarte ich jetzt eher so dieselmäßig was. Gucken auch, was hier an Zubehör dabei ist. Auch hier ist ein Adapter dabei. Das kann man sich wahrscheinlich auch suchen. Ich habe jetzt so ein Set gekauft von den drei Soundmodulen mit so einem Stecker. Ja. Und auch hier ist wieder ein USB-Stick dabei, wo man wahrscheinlich nochmal einen anderen Sound runterladen kann. Was mir hier positiv auffällt, wir haben hier schon dieses Y-Kabel quasi dabei. Das ist bei dem anderen Soundmodul nicht der Fall gewesen. So, dann wollen wir mal schauen. Gut, wenn ich das Gas nur kurz antippe, geht er wieder aus. Dann wollen wir doch mal das Gas antippen und das Gas ein bisschen halten.
Auch das geht sehr laut, aber qualitativ finde ich das von der Geräuschkulisse her nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Das soll jetzt quasi ein LKW, denke ich mal, nachempfinden. Wir machen das nochmal an. Ja, wollt ihr eine Meinung wissen dazu? Da würde ich tatsächlich eher Daumen runter machen. Also kauft euch lieber nicht den Sound Simulator Truck Sound. Gefällt mir gar nicht. Den hier würde ich tatsächlich nicht empfehlen. So, dann kommen wir quasi zur Pro-Version. Hier sind unterschiedliche Halter dabei, das fällt positiv auf. Hier auch. Päckchen mit Schrauben. Was haben wir hier noch? Auch wieder so ein Adapter. Noch ein Halter und auch dieser USB-Stick. Und natürlich diese Klebepads. Ja. Und dann haben wir hier einen Doppellautsprecher sitzen. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass er hier gut sitzen kann. Und haben auch die Bedienungsanleitung. Da wollen wir doch mal gucken, was jetzt hier Sache ist. Also ich habe es euch jetzt mal nach der Reihenfolge hingelegt, durchgefallen, weg damit. Dann den hier werde ich wahrscheinlich benutzen für so einen Onroad-Klattbahner. Und den hier kann man super gut nochmal für irgendeinen Scale-Crawler benutzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde, und würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.